So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zu einer wunderschönen weiteren Runde Amnesia Rebirth. Und ich merke gerade, dass mein Mikrofonpegel irgendwie ein bisschen. Ja, komm, lassen wir es erstmal so. Ja, willkommen zu einer wunderschönen weiteren Runde Amnesia Rebirth. Mashallah sind T-Rex auf jeden Fall. Dempi, was geht? Unsere T-Rex sind da. Dempi war mal schneller heute da als in T-Rex. Dempi hat so einfach so gehockt und gewartet und so, oh shit! Und schnell rein da. Okay. Der Grund, warum ich jetzt halt früher streame, ist, weil ich später noch Besuch bekomme und ich halt übelste Bock auf Amnesia habe und ich Bock habe, das Ding durchzuzocken. Ich habe das Gefühl, als wir langsam zum Ende kommen. So, Markus ist auch dabei. Was geht? Moin. So. Let's go. Ach ja, stimmt, hier sind wir ja stehen geblieben. Auf jeden Fall wieder hier so ein Portal. Ich muss. Paris, we could get home, if I can find some more vitae. Oh, okay. No joke, mein PC, mein Handy war an und hab Speedrun gemacht. Mein PW ist 28 Sekunden. Wow. So, wir könnten auf jeden Fall nach Paris zurückkommen. Also, ich habe das Gefühl, als ob dieses Spiel verschiedene Endings hat. So, bin wieder weg, muss ja Geld machen. Okay, Markus, aber schön, dass du kurz dabei warst heute, ne? ja. Ich habe das Gefühl, als ob dieses Spiel verschiedene Endings hat. Nur nicht nur ein Ending. Oh shit, das ging schnell. Habe ich den Doktor umgebracht? Have no fear, Tazi Driano. I have no wish to hurt you or your child. Then let us go. With the portal I can take her home. She will die. You do not remember? The child will be born with a sickness. It will waste her to nothing. Here, with me, she can live. Here, there is hope. Aber ich hab's doch geheilt. Ich hab das Kind doch geheilt. I thought I cured her. In that horrible place. You showed me. A temporary respite. As with her sister, the illness is too deeply rooted. I am sorry. Vitae can halt this decay for a time, but is no cure. She will always need it. Follow. I will take you to her. Wow, wait a second. Hab mir davor GTA 4 Part 10 angesehen, war sie tut mir immer noch leid. Ja. Banküberfall habe ich leider immer noch nicht geschafft. What's popping, Big Fuzzy Smoke? What's popping, Pry? What's going on? Ja, so wie die ganzen Amis das immer machen, ne? Alles, was da passiert ist und am Ende ist Suicide, das war FFF. Hey, was so? Turan Kosu, was geht? Der einzig wahre G. So. Ich muss erstmal klar. Ich habe den Stream gerade gestartet. Und es kommt mir so vor, als ob wir gleich wirklich am Ende sind. Der Doktor hat das Kind geklaut, wollte sich wieder zurückverwandeln. Ich habe den Doktor getroffen, ich habe den Doktor aus Wut umgebracht. Ja, für den Doktor war es jetzt ein Scheiß, was er gemacht hat, ne?
Und ich habe jetzt wahrscheinlich gleich eine Auswahlmöglichkeit. Ich kann entweder das Kind ihr abgeben oder ich nehme das Kind mit. Aber sie sagt, dass die Krankheit zu tief verwurzelt ist. Das ist jetzt eine Vertrauenssache. Entweder man vertraut ihr oder man vertraut ihr nicht. Das ist halt die Sache, ob sie mich jetzt verarschen tut oder doch nicht. Weil wenn ich das Kind mitnehme, dann und sie recht hat, dann stirbt sie. Also stirbt das Kind. Aber wenn ich ihr das Kind abgebe und sie die Wahrheit sagt, dann wird das Kind aus irgendeinem Grund weiterleben bei ihr. Und ich werde gehalten, komme nach Hause. Ich habe keine Ahnung. Also das ist echt, echt weird. Bist ein super GTA-YouTuber. Hoffe, es kommen irgendwann GTA 6 Mythen. Bester GTA-YouTuber. Dankeschön, Brudi. Kuss auf die Ehrennuss, Allah. Oder Vice City Stories Mythen. Muss ich mal nachschauen, ob Vice City Stories so Mythen hat. Aber ey, euch erwartet am Freitag was Schönes. Also wenn ich es zeitlich schaffe, dann wird am Freitag was Lustiges kommen. Aber meine Freunde, James, was geht? Das waren lustige 5 Minuten Game, dann am Ende Stream vorbei. Bad Ending, I tried so hard and got so far, but it doesn't even matter. So, Doctor is RIP. Wow. Sie hat einfach den Speedrun gemacht, wie man am schnellsten eine Person tötet. I saw the child within you. Only a germ, but growing. I could not let her die. Was ist hier? Aha. Interesting, interesting. You want to say your farewells? Do not leave it too late. I brought you all to me so she could be saved. I told you that Vitae would give her life, but that she must stay here. You did not listen. You would not give her up. You would have died in the desert. I had no choice but to make you into something I could control. I would care for her. I could be the mother I was meant to be. You are changing, Tazzy. You are becoming a harvester. Soon you will forget she ever lived. You can do no more for her, but I can. You must let me be her mother. Here. Amarich! Do not have much time. When you are done, leave her and come to me. I will ease your oblivion. It's all right, little one. It's all right. Ah! Oh my God! Nein, 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 so geht das nicht hier auf Twitch. So läuft es hier nicht auf Twitch. Nein, nein, das darf nicht sein. Was hättest du auf Handy durchgespielt? Sehr schön. Was hättest du? Da gibt es sehr viele Mythen Easter Eggs. Hab sie alle gefunden. Jetzt ist was zu tun. Alles klar, okay. Ja, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Das ist ein sehr gefährliches Thema hier auf Twitch.
Und das dürfen wir nicht sehen. Und er hat gesagt, ihr dürft das nicht sein. Leute, ich glaube, wir haben Barbara with Big Titties gefunden. Aber sobald es weg ist, zeige ich euch wieder Gameplay, ne? Look at us, Abari. How did we get to this? If we try to go home, can I find a way to keep you safe? Or will it be Alice all over again? But to leave you here with her and all of those things that they have to do to keep her alive. What are we to do? Hush now. Lullaby. Close your eyes, for sleep is coming. Hush now. Lullaby. Mama's here, so don't you cry. I know. I'm sorry. So, okay, Mates. Keine Titties mehr. Keine Titties mehr. Is this best for you, Amari? To be here? With a promise of life? Das ist halt die Frage. And you and I step out there and see what comes to us. Ich weiß nicht, was die richtige Entscheidung ist. Ich weiß nicht, was die richtige Entscheidung ist. Was machen wir denn jetzt? Nehmen wir das Kind und riskieren es, mit dem Kind abzuhauen? Was machen wir denn jetzt? Da gab es auch eine interessante Option da hinten, habe ich ja gesehen, bei der einen Tür. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Boah, das ist so schwierig, diese Entscheidung. Normal denken, das Rennen triggert Band Ending und das bleibt ein gutes Ending, aber geht der Gamer denken quer. Okay, das muss ich nicht spielen. Ja, aber es ist halt das Ding. Ich denke jetzt gerade, dass wenn ich das Kind hier lasse, dann ist es ein Good Ending. Aber wenn ich das Kind mitnehme, dann ist es ein Bad Ending. Aber was ist, wenn es nicht so ist? No risk, no fun. Ja komm, weißt du was? Da gab es nur so eine interessante Option, was man dann machen kann.
can you protect her out in the world? Ich werde schon schaffen. The disease will ravage her, as it did your other child. You have given me no choice. I shall save her from you. So, ich habe hier habe ich was sehr Interessantes gesehen. Warte, ich habe doch noch hier die. Jawohl. Ups. Oh shit. Ich glaube, ich habe da. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe hier was sehr Ernsthaftes kaputt gemacht. Tja. We can end this, but I don't think we'll survive it, little one. Setzen wir dem Ganzen ein Ende. Ja, genau. Okay. Gut, dass ich diese Entscheidung mache. Wir setzen dem Ganzen einfach ein Ende. Wir setzen dem Ganzen einfach mal ein Ende. Ohne Wenn und Aber. Wir töten die einfach. Wir töten einfach alles, was hier ist. Diesen ganzen gottverdammten Ort. Alles gut. Wir zerstören einfach alles, was hier ist. Wir töten einfach alles. Was, du triggerst the horrible disaster ending. Mal gucken, ob das wirklich ein Desaster sein wird. Eigentlich ist schon. Also ich denke mal. Das ist eigentlich eine gute Entscheidung. Auch wenn die sich jetzt selber killen, ne? Ich glaube, das ist trotzdem eine gute Entscheidung, dass diese Welt einfach komplett in die Brüche geht, weil, wenn man sich das jetzt so überlegt, diese Welt hat so viele gefangene Menschen, die leiden alle. Am besten einfach allen am Ende setzen, damit die nichts mehr machen können. So. Machen wir diesen ganzen gottverdammten Ort hier weg. This is it, Amari. If we do this, this is the end. Come on now. Dann geht's ab nach Paris. Yeah, well, rip it goes. Well, there she goes. Komm, die hat doch da hinten irgendwas fallen gelassen. Wir können doch bestimmt noch irgendwas machen. Oh.
Oh lol. Komm bei Unit Alpha Sigma, was geht? Also. Man kann, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt bezeichnen kann. Das ist sowohl kein gutes als auch kein schlechtes Ende. Man könnte das eigentlich als neutral bezeichnen, weil. Ja gut, man könnte das auch als gutes Ende sehen, weil. Ja, du bist. Wenn man verreckt, heißt das ja nicht, dass es ein Bad Ending ist. Weil sie hat ja damit jetzt einen Gefallen getan, dass sie die ganze Welt dort zerstört hat. Aber die Frage ist, was mich jetzt eher interessiert. Kann ich mir die anderen Endings auch nochmal geben oder muss ich das Spiel komplett neu spielen? Good Ending ist jetzt GTA San Andreas. So, was ist, wenn ich jetzt auf Weiterspielen drücke? Kann ich mir die anderen Endings nochmal geben oder muss ich das Spiel komplett neu spielen? Ja, GTA war sie tu. Oh, ich hab's verpasst. Naja, hast du eigentlich nicht. Wenn ich jetzt die anderen Endings auch noch machen kann, dann kann man die auch noch sehen. Die Frage ist, von wo starte ich denn? Oh, lol. Okay. Ach, lol. Ich kann die anderen Endings auch noch machen. Ja, dann juckt mich das nicht. Dann kann ich die anderen Endings ja auch machen. Ja, cool. Dann machen wir die anderen Endings auch nochmal. To hurt you or your child. Then let us go. With the portal, I can take her home. She will die. You do not remember? The child will be born with a sickness. It will waste her to nothing. Here with me, she can live. Here, there is hope. No. I thought I cured her. In that horrible place. You showed me. A temporary respite. As with her sister, the illness is too deeply rooted. I am sorry. Vitae can halt this decay for a time, but is no cure. She will always need it. Follow. I will take you to her. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir einfach mal das Ending mit, dass ich mit ihr zusammen abhaue. Och nee, das heißt, ich muss das gleich wieder zensieren. Oh nein, dann muss ich das ja gleich wieder zensieren. Ich
I told you that Vitae would give her life, but that she must stay here. You did not listen. You would not give her up. You would have died in the desert. I had no choice but to make you into something I could control. Ja, aber warum alle anderen verwandelt? Das verstehe ich nicht. Warum hat sie alle verwandelt? I could be the mother I was meant to be. You are changing, Tazzy. You are becoming a harvester. Soon you will forget she ever lived. You can do no more for her, but I can. You must let me be her mother. Aber die hat irgendwas vor mit dir. Irgendwas stimmt da nicht. Amarich! I'm here, my heart. Ich kann das Ganze nicht überspringen. Egal, müssen wir das jetzt nochmal zwei ganze Male nochmal angucken. Was mit dem Charakter los? Du hast das Spiel nicht von Anfang an geguckt, ne? You do not have much time. When you are done, leave her and come to me. Okay, ich muss das wieder zensieren. Also für alle, die jetzt gerade neu sind, ich muss das zensieren, weil man sieht da bestimmte Sachen. Und das ist auf jeden Fall nicht Twitch-konform. All over again. But to leave you here with her and all of those things that they have to do to keep her alive. What are we to do? Hush now. For sleep is coming. Hush now. Mama says so, don't you cry. I know. I'm sorry. Okay. So. Ah, lol. Boah, wie das gezeichnet ist. Krass. Aber Twitch hat keine Probleme mit Fots, aber das ist unakzeptabel, ja. Twitch hat kein Problem damit, wenn Fots so ein bisschen so... Oh! Oh, guck mich an! Oh! Oh! Aber wenn Twitch sowas hier sehen würde, dann direkt... Nein. Was? Auf gar keinen Fall! Ich nehme eine Titi und der Rest kann mit Vasi die anderen. Wow. Aber wie krass das gezeichnet ist. Also ich würde einfach mal sagen, wir nehmen jetzt einfach das Ding hier und dippen weg. Jim and I step out then. See what comes to us. Please, Tazzy. How can you protect her out in the world? Tja. Wirst ja schon sehen. You have given me no choice. I shall save her from you. Don't tell her! Do not run! I hear her, Tazzy. Come on now. The signs were there from her conception. Her body will fail her. It is your legacy. Ach lol, die Wurzeln gehen ja runter. Nein! Nein! Get the fuck away from me! She's changing me.
und tschüss. Nein, 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 nein. Und tschüss. Magic, was geht? You cannot. She will not live. Are you sure about that? Tja, Gott, ey. Das juckt mich jetzt nicht. Oh Gott. Dankeschön. Auf nach Paris! Thank you, Magic, thank you. So sind wir jetzt hier in Paris. It's all right, Marie. She's gone. Oh, Christ. Where are we now? Das frage ich mich auch, wo wir sind. Oh cool, ist das Paris? Oh, die sind tatsächlich in Paris. Oh, das hört sich nach einem Bad Ending an. Das hört sich sehr nach einem Bad Ending an. Das hört sich sehr nach einem Bad Ending an. Als ob man nicht erfährt, was passiert. Als ob man nicht erfährt, was passiert mit ihr. What's this for bullshit? What's this for bullshit? Als ob man jetzt nicht erfährt, was danach passiert. Also das Kind ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall größer, also ist größer geworden da. Und Tassi ist auf jeden Fall nicht normal. Die wird zu einem Monster. Oder eher gesagt, ist schon ein Monster dort wahrscheinlich, aber ihre Tochter ist das Einzige, was sie noch so als Mensch erhalten bleibt. Und wenn die Tochter dann stirbt, wird sie komplett zu einem Monster dann. Okay, well. Zeit für das nächste Ending. Also gibt es insgesamt 3 Endings, die man hier machen kann. Das ist jetzt eigentlich komplett Ansichtssache, was man hier als gut, schlecht und so ansieht. Das ist alles komplett Ansichtssache jetzt. Ich hab zwar keine Ahnung, was passiert, aber egal. Naja, musst du dir mal das ganze Ding mal angucken. Ich meine, ich habe jetzt ja 4 Streams gemacht und das ist jetzt ja der letzte Part von Amnesia Rebirth.
ich muss auch ehrlich sagen, ich fand jetzt diesen Teil von Amnesia jetzt nicht schlecht. Es hat was auf jeden Fall. Ich find's gut. Auch wenn das jetzt nicht so, auch nicht so dunkel ist wie Amnesia The Dark Descent, ist es trotzdem, auf jeden Fall finde ich diesen Part hier, also diesen Teil von Amnesia finde ich besser als Machine for Pigs. Tony, ich spiele doch Amnesia London. I see you, you piece of filth! She will not answer. What have you done with her? You must listen. I'm trying to save her. Stop. What? What are you? No fear, Tarsi Drianon. I have no wish Amnesia Assassin's Chaos Souls Gedol. Then let us go! With the portal I can take her home! She will die. You do not remember? The child will be born with a sickness. Mal gucken, was passiert, wenn wir das Kind hier lassen. Her nothing. Here with me. Amnesia Extreme White Cursed London. Here, there is hope. I thought I cured her. In that horrible place. You showed me. A temporary respite. As with her sister, the illness is too deeply rooted. I am sorry. Vitae can halt this decay. Buch mir an das London Assassin's Chaos Souls. But there's no cure. She will always need it. Follow. I will take you to her. I saw the child. Komm, das steht die ganze Zeit unbekannt, aber es ist wahrscheinlich diese Tomate da. Oder wie die hieß. Tomatoe. Tomatee. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich diese Tomate hier. I brought you all to me, so she. Could be saved. Ja, aber ich verstehe es nicht. Warum will sie haben? Ich verstehe das nicht. Oder sie will. Ach ja, stimmt. Ich glaube, bei den ganzen Aufzeichnungen davor stand, dass die immer Mutter werden wollte und deswegen. Ja. Sie wollte ja immer Mutter werden. I could be the mother I was meant to be. Ja, da hat sie es schon mal gesagt, ja. You are changing, Tazzy. You are becoming a harvester. Soon you will forget she ever lived. You can do no more for her. But I can. You must let me be her mother. Here. Amari! I'm here, my heart. Shh, I've got you. Mama's here. Comfort her. Feed her. Say goodbye. You do not have much time. When you are done, leave her and come to me. Okay, wird Zeit für die Zensur. I will ease your oblivion. It's all right, little one. It's all right. Oh, God. Look at us, Amari. How did we get to this? If we try to go home, can I find a way to keep you safe? Will it be Alice all over again? But to leave you here with her and all of those things,
that they have to do to keep her alive. What are we to do? Hush now. Lullaby. Close your eyes, for sleep is coming. Mama's ears don't you cry. I know. I'm sorry. So, Zensur vorbei. Ja, war sie, hobbelt sich gerade an auf die. Was für Nonne, Alter! So, dann. So leid es mir auch tut, lassen wir das Kind dann hier, ne? Is this it, Amari? If I lay you down now, I may never see you again. Ja, komm rein. I'm sorry, Amari. Here, you have a chance. Here, you will have a life. Well, there she goes. Thank you, Tassie. I will protect her. I will love her. I am sorry that this was your path. Ich kann nichts machen. Ich konnte nichts machen. Und sie hat sich verwandelt. Man konnte nicht die Kontrolle behalten. Lol. Also das ist in meinen Augen irgendwie so eine Art Bad Ending. Also sie wird größer in dieser Welt. Hä, vor allem wie schön auf einmal die Welt da aussieht, ne? Als ob da nichts wäre. Und sie wächst da jetzt in dieser Welt auf. Und Tassie beobachtet sie, wie sie aufwächst. Ja, es ist Tassie. Also Tassie steht im Hintergrund und beobachtet, wie sie aufwächst. Also was ist eigentlich dieser Stern von meinem Namen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist wegen, weil du ein Prime-Mitglied bist. Nee, oder? Ich glaube, das mit Primus war das ja mit der Krone. Aber mit dem Stern?
habe ich actually keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber kann man das nicht sehen, wenn man auf deinen Namen dort geht? Abonnent erster Monat. Oh, okay, guck mal. Abonnent erster Monat. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel ist wirklich sehr traurig aufgebaut. Es gibt, egal was für ein Ending da ist, jedes Ending, jeder Ending ist auf eine gewisse Art und Weise scheiße. Also es gibt kein Happy End. Egal was du hier machst, es gibt kein Happy End. Entweder du zerstörst alles, was da ist, und dann sterben beide. Oder die gehen nach Frankreich zurück, nach Paris. Und versuchen dort irgendwie aufzuwachsen. Das Kind wird wahrscheinlich von der Krankheit sterben und sie wird dann zu einem Monster deswegen. Oder man gibt das Kind ihr ab, das Kind wächst da auf, aber sie wird zu einem Monster und ja. Wenn das abgelaufen war, war Ehrenmann, hat mir ein Geschenk. Okay, hey, stopp mal. Ich schau die, ich seit 2015 allein schon auf Twitch, seit 2018. Hä? Ich mach doch Twitch nicht seit 2018. Ich schau doch, nein. Ich hab keinen Twitch schon seit 2000, nein. Ich streame auf Twitch nicht seit 2018, nicht seit 2000, ich glaube 19 kann sein. Also 19 kann sein, aber 2018 nicht. Kann auch vielleicht sein, dass ich erst letztes Jahr angefangen habe, auf Twitch zu streamen. Man müsste sich mal angucken, wann ich das erste Mal gestreamt habe auf Twitch. Das allererste Mal gestreamt auf Twitch habe ich ja Ghost of Tsushima. Ab einem bestimmten Part habe ich ja angefangen, auf Twitch zu streamen. Das war der allererste Stream auf Twitch. Auf jeden Fall entweder 18 oder 19, weil ich irgendwann in der Zeit mit Get Along angefangen habe, okay? Ich glaube, das Ende ist eine Art gutes Ending. Don't ask why. Na gut, man kann jedes Ending als quasi als gutes Ending ansehen. Aber für mich persönlich ist das beste Ending das Ending, wo ich alles kaputt gemacht habe dort. Also sie getötet habe und alles getötet habe, was in dieser Welt ist, damit die halt nichts mehr machen können. Also für mich ist das beste Ending. Auch wenn die beiden zwar sterben, ist es, finde ich, das beste Ending. Ich finde, dieses Ending ist das zweitschlechteste Ending. Und das andere Ending, wo die nach Paris gehen, ist das schlechteste Ending für mich. Aber naja. Puh. Ey, die Credits gingen ja gar nicht so lange. Ich wollte eigentlich gerade sagen, jo, das war's dann erstmal, aber die Endings, also die Credits sind echt. Die Credits gingen echt schnell. Das Schöne ist, dieses Spiel besitzt Mods, wie ihr sehen könnt. Man kann sich hier, wenn man hier auf Mods drückt, kann man im Steam Workshop durchstöbern. Und es gibt tatsächlich Custom Maps. Also es gibt Custom Kampagnen und sowas für Amnesia Rebirth. Und ja. Ja, wenn ihr Bock auf so Custom Maps habt von Amnesia Rebirth, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare dann schreiben. Und ja. Damit würde ich einfach mal sagen, das war es dann auch schon mal von Amnesia Rebirth. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann zu einem nächsten Horrorprojekt wieder, ne? Also, wenn ich mit einem Horrorspiel aufgehört habe, geht es weiter mit dem nächsten Horrorspiel, ne? Also, Leute, wir sehen uns dann zum nächsten Video, zum nächsten Stream wieder, ne? Bis dann und haut rein. Bye, bye.